Hören wir jetzt Andreas Lipko von Glieg und Hafner in Berlin, bevor wir über Sixt und Festers sprechen. Natürlich jetzt kurz, Herr Lipko, der Blick auf die DAX-Tafel. Da haben wir uns lange nicht bewegt am heutigen Handelstag. Ja, wenn wir ehrlich sind, haben wir uns nicht bewegt. Die Handelsspanne gerade mal plus minus 20 Zähler, das ist ja gar nichts. Geht das so weiter? Ja, hallo Herr Groß. Ich denke schon, dass wir zumindest bis Handelsende hier in Deutschland weiter relativ flach verlaufen werden. Es gucken doch alle relativ gespannt auf die Fed-Minutes, die wir heute um 20 Uhr dann eben bekommen. Dann haben wir ja die Sitzung in Jackson Hole in den nächsten Tagen. Also hier ist dann doch relativ wenig zu erwarten, die für Impulse, die dem Markt dann so ein bisschen Antrieb verleihen können. Vor allen Dingen schaut man auch schon weiter auf die kommenden Monate September, Oktober und eben das sind ja so bekanntlich doch etwas Krisenmonate. Hier könnten die ein oder anderen bösen Überraschungen eben dann kommen und da wartet man doch erstmal ab und schaut sich eben wirklich an, was jetzt zumindest erstmal von Seiten der Fed kommt und wie der Markt darauf reagieren wird. Ja, diese Fed-Minutes, wir thematisieren das im Prinzip seit Anfang der Woche und es ist doch im Grunde genommen nur ein Protokoll, wo drin steht, was vor 3 Wochen passiert ist. Hat das denn wirklich so viel Potenzial, da etwas zu bewegen? Ja gut, man hat ja hier schon gesehen, eigentlich seit der Ära Greenspan wird ja hier analysiert, geguckt, geschaut. Wir hatten damals den Aktentaschenindex, wir haben heute die Fed Minutes, wo eben wirklich jedes Wort auf die buchstäbliche Goldwaage gelegt wird. Und jetzt sind es eben die 3 Ws. Wann beginnt das Tapering, wie wird es vollzogen und was kommt danach? Im Endeffekt sind es genau diese 3 Fragen und die werden dann eben auch versucht, heute zu analysieren, zu klären. Dass das Tapering kommt, ist klar. Es wird so ein bisschen gehofft, dass man hier so eine Hybridlösung finden wird, dass man zwar im September anfängt, aber eben eine moderate Gangart wählt, dass man hier so eben versucht, dieses Kaufprogramm, was ja doch aus 2 Teilen besteht, man kauft ja für 40 Milliarden im Monat Staatsanleihen, für 45 Milliarden MBS, also sogenannte Mortgage-Backed Securities, dass man eben auf Seiten der Staatsanleihenkäufe hier zurückfährt, dass man den Markt signalisiert, ja, wir fangen an, aber halt nicht so aggressiv und dass man trotzdem noch so ein bisschen den Häusermarkt dann eben stützen kann. Und das ist die Erwartung, die im Markt drin ist. Sollten hier doch Abweichungen in die eine oder andere Richtung kommen, kann es dann eben auch für Ausschläge in den nächsten Wochen gut sein. Sprechen wir über die Zahlen von Festers und auch die Reaktionen an den Aktienmärkten. Wenn ich so sehe, ach, man rutscht weiter in die roten Zahlen, tiefer in die roten Zahlen. Das hätte man jetzt gedacht, dass die Aktie tief in die Knie geht. Allein sie tut es nicht. Liegt das jetzt am angekündigten Vorstandswechsel? Ja, ich denke schon. Hier wird natürlich ganz klar die Turnaround-Story weitergespielt. Und seit 2012 läuft ein großes Restrukturierungsprogramm. Man hat sich viel vorgenommen. Im Konzern muss gespart sein und wird auch gespart. Die Folgen sind natürlich, dass eben bei Restrukturierungen, wo eben gehobelt wird, auch Späne fallen. Das hat man in den letzten Quartalszahlen gesehen. Und Sie haben es gesagt, und sicherlich die Mutmaßung ist auch richtig. Man hofft hier so ein bisschen, dass eben neue Wesen eben auch gut kehren. Demzufolge dann eben der Vorstandswechsel auch dafür sorgen wird, dass man hier wieder operativ auf die Beine kommt und dass man eben Zukunft dann auch bald wieder relativ schnell in die Gewinnzone kommt. Der Autovermieter Sixt macht ja hin und wieder Schlagzeilen mit einer ganz interessanten Werbestrategie. Das Jüngste war ja, dass sie Gustl Mollert nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie abgebildet haben und gesagt haben, die Unterschrift war dann, verrückt sind die anderen, nämlich Sixt mit den verrückten Preisen. Aber Sixt liefert auch, nämlich ganz anständige Zahlen. Ja, das kann man sagen. Sixt ist ja doch dafür bekannt, seit Jahren ja schon, dass man hier doch sehr, sehr extravagante Werbekampagnen fährt und demzufolge scheint das dann jetzt auch mal wieder für erfolgsversprechend zu sein. Umsatzwachstum von 7,2% kann sich sehen lassen. So ein bisschen sieht man hier auch, dass man eben auch sich für die Zukunft wappnet, dass man eben auf das letzte, doch eher zuletzt schwache Geschäft dann eben reagiert, dass man hier das Auslandsgeschäft speziell in den USA weiter ausbaut. Und das kostet natürlich auch, die Aktionäre sehen es dann auch, aber man guckt eben wirklich perspektivisch nach vorne und sagt sich dann eben, wenn eben das Auslandsgeschäft gut läuft, werden auch die Gewinne wieder sprudeln. Und demzufolge ist man eigentlich relativ gut zuversichtlich. Trotzdem die Anleger heute so ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen heißt in dem Fall fast 3% geht es dann doch da abwärts. Ja, Herr Lipko, dann hat man gestern Abend, am späten Abend noch gehört, die Griechen brauchen möglicherweise noch ein drittes Paket an Hilfspaket an Geldern, keinen Schuldenschnitt. Und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte immer, ja, wir haben ja eigentlich immer gesagt, dass die noch ein bisschen Kohle brauchen. Ja genau, Griechenland ist und bleibt ein Politikum. Hier hat man sich schon lange davon verabschiedet, wirklich die Wirt der wirtschaftlichen Realität ins Auge zu blicken. Das ist eben ein Statement, was ihm von Seiten der europäischen Politik ausgesendet wird. Man hält also sozusagen an der Strategie fest, man buttert weiter dann eben das Geld in Richtung Griechenland. Und ich denke, man darf natürlich auch eins nicht vergessen, wenn man sich die Staatspleiten der vergangenen Jahre generell ansieht, also nicht in Europa, sondern international, dann hat das eben auch mehrere Jahre gedauert, ehe sich so ein Land, ehe sich eine Volkswirtschaft daraus wieder erholen konnte. Und ich sehe es ähnlich bei Griechenland. Man kann nicht erwarten, dass innerhalb von 3-4 Jahren
wo eben zumindest die offizielle Insolvenz, wenn man so will, dann eben bekannt gegeben worden ist, dass dann alles wieder eitel Sonnenschein ist, sondern das dauert dann eben, hier muss man wirklich erstmal die Früchte bzw. die ersten Anstrengungen aus der Restrukturierung, aus den Umwandlungen sozusagen sehen und muss dann auch sehen, dass dann eben hier in Zukunft dann eben auch wieder was Tragfähiges entstehen kann. Andreas Lebko von Kliegl und Hafner, Dankeschön fürs Interview und schönen Abend nach Berlin. Ich wünsche Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Groß.